Tja, unverhofft kommt oft. Da habe ich gestern Abend noch ein Fachgespräch geführt. Ja, ich habe das jetzt hier ein bisschen grob freigelegt. Ist vielleicht nicht ganz so nett für die Kleinstlebewesen hier. Aber wir sehen hier definitiv was. Betonstruktur, und zwar ein Fundament. Das werde ich jetzt nicht freilegen. Hier drunter befindet sich ebenfalls Beton. Und das läuft dann da vorne so einmal rechteckig herum. Das Ganze zeige ich euch mal eben kurz auf dem Geländemodell, wenn das einigermaßen klappt. Ja, so, der Punkt rechts, da befinden wir uns und ihr seht da dieses Teil, dieses rechteckige. Da haben wir ein Fundament eines ehemaligen Munitionslagerhauses. Guten Morgen. Der Heeresnebenmunitionsanstalt Pforzheim. Und man kann sämtliche dieser Fundamente auf jeden Fall in dem Geländemodell visualisieren. Ich habe hier aber auch gerade schon zwei Gebäude gesehen, weil ich wollte jetzt hier nicht einfach anfangen und irgendwas erzählen, wenn ich nicht auch irgendwie einen Beleg habe. Und das war jetzt hier für mich die Initialzündung des Ganzen. Richtig geil haben wir gefunden. Diese Fundamente, sag ich mal, oder dass man so Fundamente auf dem Geländemodell erkennen kann. Das kennen wir ja auch aus dem 5. Video von Bentheim. Da sieht man allerdings überhaupt nichts mehr. Wir laufen jetzt hier noch mal ein bisschen rum und gucken mal, ob wir nicht doch noch auch neben diesen beiden Gebäuden, die ich schon gefunden habe, die ich mutmaßlich dazu zähle, das werde ich euch natürlich gleich noch filmen, ob wir hier noch weitere Fundamentreste und Mauerreste irgendetwas finden können. Also seid gespannt, bleibt dabei. Wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Heeresnebenmunitionsanstalt Pforzheim. Wehrmacht dann natürlich, ne? Also aus dieser Zeit. Ich guck mal, ob es noch irgendwelche anderen Belege gibt, also Daten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, hier in diesem Bereich gibt es auch diverse Bombenkrater. Also wir sind hier schon ganz richtig. Ja, glaub ich es denn? So, wie ihr da unschwer erkennen könnt, der Punkt wieder, wo wir uns befinden, und links daneben ist so eine schwarze Vertiefung zu erkennen. Das haben wir da vorne. Und das, werte Damen und Herren, werden wir uns jetzt mal eben anschauen. Das schauen wir uns doch mal eben an. Das sieht ja sehr interessant aus. Also hier haben wir irgendeine Art Wall. Und hier haben wir irgendetwas, ja, wahrscheinlich so eine Art Kellerraum, der zugeschüttet wurde mit Steinen. Und ihr seht hier wunderbar ein richtig dickes Betonfundament meines Dafürhaltens. Dann haben wir hier noch so ein paar, irgendwie so einen alten Eimer. Hier vorne haben wir, ach guck hier, für eine Tür. Das ist richtig, geht hier, ne? Mit Metall da eingesetzt in das, in den Beton, also eine Zarge quasi, Reste einer Zarge. Und dann sind hier vor allen Dingen 1 Milliarde Mücken. Dann haben wir hier noch etwas, ja, das könnten wohl auch Sprungfedern einer alten Matratze sein. Ob die jetzt damit direkter Verbindung steht, ist auch relativ egal. Hier haben wir nochmal wieder Fundament. Und hier hinten, ja, geht das so weiter. Also sprich hier, und dann haben wir hier noch eine Erhöhung. Da haben wir den Dexter. Ja, und dann sieht das hier halt so aus, ne? Das ist natürlich schon interessant, was man dann teilweise noch finden kann. Wobei es mir jetzt leider nicht möglich ist, euch zu sagen, was genau wir hier vorfinden. Ja, so ist das. Aber das rechne ich ganz stark auch dieser Heeresnebenmunitionsanstalt zu.
eine andere Erklärung kann ich da gar nicht für finden. Macht doch, glaube ich, keinen Sinn. Ja, prima. Richtig cool. Wir laufen hier noch mal ein bisschen rum und schauen mal, ob wir noch irgendwie sowas finden können. Ich war auch noch an... Boah, ein Gestolper hier. Ich war auch noch an zwei, drei anderen Stellen, wo halt diese Fundamente abgebildet waren. Aber da ist wirklich auch gar nichts zu sehen. Das filme ich euch dann auch nicht. Das macht keinen Sinn. Wir wollen hier natürlich schon noch ein paar Dinge mal einfach darstellen. Ja, wir gehen jetzt hier diesen Weg mal ein bisschen weiter runter. Hier sind noch ein, zwei Sachen. Mal gucken, ob wir da noch was sehen. Ansonsten gehen wir zurück und ich zeige euch das, was ich vorhin schon gefunden habe. Bis gleich. Tja, ich denke, man kann das gut erkennen, dass wir hier gerade auf Mauerreste zusteuern. Da ist allerdings jetzt zu sagen, das ist sehr natursteinmäßig gemauert. Das sind jetzt hier keine Dienensteine in irgendeiner Weise. Da hatte ich gerade schon gedacht, ja, das ist aus der Zeit. Gut, man kann natürlich in der Zeit auch mit sowas mal gearbeitet haben. Aus welchen Gründen heraus? Vielleicht auch Gründen der Materialknappheit, wie auch immer. Ich zeige euch das jetzt aber mal eben, wo wir hier genau sind, damit ihr auch nicht denkt, der erzählt da irgendeinen Quatsch. Wir sind hier, so, wenn das aufhört, da sich, ja, wenn ihr es jetzt hier sehen könnt, ihr seht da auch, genau dort stehen wir und genau da steht dieses. Also, tja, muss ich schon davon ausgehen, dass dieses Moonlagerhaus eben in diesen mit diesen Naturbruchsteinen letzten Endes gebaut wurde. Vielleicht erzähle ich hier auch Quatsch. Vielleicht ist da auch später mal was hingekommen. Wir haben hier nämlich einen Winkel in diese Richtung noch ab. Das spricht natürlich jetzt gegen dieses rechteckige Fundament, was wir da auf dem Geländemodell sehen. Ja, so, von daher keine Ahnung, wie so oft bei dieser Thematik, was das hier mal war oder sein sollte. Wir nehmen es mal zu Protokoll. Es ist auf jeden Fall hier auffindbar und es steht genau in dem Bereich, wo auf jeden Fall auch ein Moonlagerhaus gestanden haben muss. Okay, wir gehen mal weiter. Da sind wir. Da sind wir an der Struktur, die hier auf jeden Fall noch steht. Dieses Gebäude ist noch vorhanden. Ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, dass wir hier so ein Schuppen- oder ein Moonlagerhaus oder irgendein Funktionsgebäude aus der Zeit haben. Wir gucken mal, was andere Leute da noch architektonisch zu sagen zu dieser Bauweise, zu diesem Putz. Das Ganze sieht hier auch relativ gewölbt aus, als wenn man hier vielleicht auch, ja, sogar ganz bestimmt, hat man hier Natursteine auf jeden Fall gemauert und das dann entsprechend verputzt. Ich sag's nur, ne, also ich weiß es einfach nicht, ob wir hier noch Wehrmachtstruktur haben oder ob das hier wirklich so eine Waldarbeiterhütte quasi ist. Weil dazu, wie gesagt, fehlen mir dann einfach die genaueren Anhaltspunkte. So sieht das auf jeden Fall hier aus. Ja, das Dach ist natürlich auch irgendwann dann auch mal neu drauf gekommen. Das ist natürlich auf keinen Fall aus der Zeit, wo dieses Gebäude gebaut wurde. Auch diese Blendläden und so weiter, das kann alles nachträglich reingebaut worden sein. Die Tür allerdings, also das Türblatt selber, also die, das ist natürlich auch neu, aber ich denke, diese Öffnung hier, die wird auch schon immer so gewesen sein. Ich glaube nicht, dass das nachträglich einer reingebaut hat. Ja, es ist schwierig zu sagen. Wir nehmen das mal zu Protokoll. Dieses Gebäude ist auf jeden Fall hier in diesem Bereich noch existent. Und damit gehen wir jetzt zum nächsten Gebäude, was ich hier noch gefunden habe. Und noch eine Anmerkung. Das hier ist natürlich, das soll jetzt hier natürlich kein komplettes Video sein hier zur Heeresnebenmunitionsanstalt Pforzheim, denn dazu fehlt mir die Zeit. Dazu müsste man natürlich im Vorfeld noch viel mehr recherchieren oder man müsste hier auf dem Gelände sich noch sehr viel genauer umgucken und auch mal ein bisschen
irgendwo einen Spaten ansetzen und mal was freilegen und so weiter und so fort. Das gibt das jetzt einfach die Zeit nicht her. Das ist ja eigentlich auch nicht mein Format. Ich habe noch nie irgendwo großartig was freigelegt in dem Sinne und dann solche Sachen betrieben. Ich glaube auch, dafür ist es einfach nicht interessant genug, ne, möchte ich so sagen. Das hat jetzt den, ja, nicht so den historischen Wert, wo man sagen müsste, oh ja, das ist ja wirklich, da müssen wir auf jeden Fall nachgucken. Ne, solche Heeresnebenmunitionsanstalten, die gab es natürlich zuhauf. Und da gibt es bestimmt auch noch welche, die einfach besser erhalten sind von der Struktur. Nehme ich an, ohne das jetzt wirklich zu wissen. Ja, wir gehen hier diesen Weg runter. So. Und ich glaube, wir können das hier auch in eins durchlaufen lassen. Weil das Gebäude da gleich auf der rechten Seite kommt. Schweigen im Walde. Ah, ein paar Meter sind es noch. Ich sehe da hinten schon wieder die Hauptstraße und irgendwo hier vor der Hauptstraße auf der rechten Seite kommt auf jeden Fall das Teil. Ja, da sehe ich es auch schon. Diese Richtung circa 20. Da haben wir was. Da haben wir was. Ein kleines Schuppengebäude. Wir gehen da aber näher ran. Hier vorne verläuft die Hauptstraße. Ist also durchaus denkbar, dass wir hier sogar das Wachgebäude haben, was die hier mal angelegt hatten. So haben wir das hier. So sieht das aus. Ne, hier haben wir halt auch keinen Naturstein. Hier haben wir dann den handelsüblichen Backstein, mit dem das so aufgemauert wurde. Zu der Tür vermag ich euch auch nichts zu sagen, was das ist, was das mal war, warum das so aussieht. Sieht auf jeden Fall auch schon einfach älter aus, die ganze Geschichte. Ich filme es mal ab, so gut es geht. Hier vorne haben wir noch so einen Türgriff dran. Hier unten haben wir auf jeden Fall Schlösser, also unten ist ein Schloss. Oben ist auch ein Schloss mit so einem Griff. Ja, also keine Ahnung. Hier ist noch so eine kleine Wegeinfassung. Links wie rechts. Jetzt gehen wir noch mal einmal kurz hier an die rechte Seite des Gebälks. Ja, so sieht das aus, ne? Diese Steinanordnung hat man da. Oh, da können wir mal gucken. Guck mal an. Da haben wir doch schon mal was. Das ist doch gar nicht so uninteressant. Wir haben hier also durchaus auch Naturstein mit eingebaut. Und in den oberen Lagen haben wir dann Backstein verwendet. Da hinten diese Mauerreste, die wir da gefunden haben, die machen wir trotzdem so einen komischen Winkel irgendwie. Aber von der Idee her passt das, ne? Wahrscheinlich auch eventuell aufgrund von Materialknappheit. Ich weiß nicht, wann das Ding hier gebaut wurde. Vielleicht hat man hier auch, ja, keine Ahnung. Also kein weiteres Rumgeschwurbel. Ihr habt das jetzt gesehen, wie das hier von der Struktur war. Das andere Gebäude, was wir gerade abgefilmt haben, das war ja auch, wo man auch sagen musste, in dem unteren Bereich mindestens war das auch mit Naturstein aufgemauert. Und dann vielleicht halt erst nach oben mit Backstein ausgeführt. Klinkerstein. So. Mehr wird es jetzt auch nicht werden. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen. Ich hoffe, ich konnte da noch irgendwie ein bisschen was verifizieren. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn das heißt, wir schauen Dexter. Ich verabschiede mich dann jetzt hier aus diesem Video. Lasst gerne ein Abo da, ein Like fürs Video, einen Kommentar oder unterstützt meinen Kanal mit zum Beispiel einer Kanalmitgliedschaft. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, Kakao. Noch mal eben zum besseren Verständnis aus dem Off. Ihr seht hier wieder das Luftbild von 1953.
Ihr müsst aber auch bedenken, es ist jetzt 8 Jahre her, dass der Krieg vorübergegangen ist. Ich habe euch hier 4 Pfeile markiert. Der obere Pfeil, der zeigt ein Munitionslagerhaus. Dann der ganz links unten der Pfeil, der zeigt ungefähr auf das Häuschen, was ich euch gezeigt habe. Pfeil rechts daneben zeigt auf ein Gebäude und der rechts daneben ebenfalls auf ein Gebäude. Das ist relativ schwer zu erkennen. Das weiß ich auch. Ist alleine dem Schattenwurf dieser, ich glaube, Tannen, wie auch immer, geschuldet, die eben ne, von unten nach oben ihren Schatten genau in diesen Bereich werfen. Deswegen ist das relativ schwer zu erkennen, dass da Gebäude stehen. Hab aber hier auch noch ein Luftbild, ich meine von 1968, das blende ich euch ein und da könnt ihr dann diese Gebäude auch vernünftig erkennen. Ja, dann haben wir jetzt hier die Luftaufnahme von, ich meine 1968, es ist auf jeden Fall definitiv aus den späten 60ern. Da haben wir, beziehungsweise habe ich euch ebenfalls wieder diese 4 Pfeile dort hinterlegt. Der obere zeigt das ehemalige Munitionslagerhaus, da steht also nichts mehr, da ist nur noch eine Freifläche. Da ist auch heute dieser Weg, der da ist, den gibt es auch heute nicht mehr. Das wird also überhaupt nicht mehr irgendwie bewirtschaftet. Deshalb werden die dieses Lagerhaus da halt auch entfernt haben. Ja, die unteren 3 Pfeile sind selbsterklärend. Die Gebäudestrukturen lassen sich da sehr schön erkennen auf dem Bild. Daher nehme ich eben an, weil ich sage, bei dem 53er Bild sieht man da unten auf jeden Fall 2 Gebäude, wenn auch nicht gut. Nehme ich einfach an, dass das dritte Gebäude damals auch schon da war. Und deswegen ist es relativ realistisch, dass es noch aus Wehrmachtszeiten stammt. Faktisch belegen kann man das anhand des Luftbildes leider nicht. So, wer da noch irgendeine weitergehende Kenntnis hat, ich schätze aber, die wird niemand haben, der darf sich dann gerne melden. Ansonsten, wir lassen es einfach jetzt mal so im Raum stehen. Und ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, ja, wie viel Recherche man in sowas teilweise hineinstecken muss und wie schwierig dann auch manchmal Dinge zu interpretieren sind. Ja, und das war's jetzt auch. Wir sehen uns die Tage. Macht's gut, bis dahin. Ciao.